Habt ihr früher auch immer so gerne Tower-Defense-Spiele gespielt wie ich und euch überlegt, warum zum Henker gibt's dort keine rundenbasierten Spiele mit einem vernünftigen Wirtschaftsteil wie Civilization 6 oder der Civilization-Reihe im Allgemeinen? Das gibt's jetzt. Beziehungsweise es wird es geben. Northolt kommt im ersten Quartal 2025 in die deutschen und internationalen Steam-Stores, wahrscheinlich internationale Steam-Stores, und wir können dazu eine Demo spielen, Northolt Origins, die mich tatsächlich ziemlich geflasht hat, muss ich sagen. Vielen Dank an den Entwickler fürs Aufmerksam machen auf die Demo. Und wir starten direkt rein ins Game und das Game ist exakt das, was ich gesagt habe. Wir haben eine Burg und müssen diese vor feindlichen Eindringlingen im guten Tower-Defense-Stil bewahren. Dabei kommt allerdings auch ein Wirtschaftsteil nicht zu kurz. Es ist also nicht so, dass die einfach auf magische Art und Weise je Runde, blop, 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 gibt es da irgendwelche Ressourcen, die musst du irgendwo einsammeln oder so. Also so Handygame-mäßig einsammeln meine ich jetzt natürlich. Sondern du musst dich wirklich um die Wirtschaft kümmern. Du hast ein Wirtschaftsteil, pro Runde gibt es eine gewisse Anzahl an Ressourcen. Du kannst das sehr gut planen und es ist nicht echtzeitbasiert, also zumindest die Runden über die jeweiligen Runden nicht, wie in anderen Spielen wie Diplomacy is not an option, und so weiter und so fort. Da gibt es ja unzählige Spiele, die auch alle sehr gut sind, keine Frage. Aber was mir immer fehlt als alter Fan der Rundenstrategie, sind die Runden. Ja, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Deswegen gehen wir rein. Ja, ich habe bei Welle 0 aufgehört. Ich weiß, das ist die zweite Version dieses Videos. Und ich möchte euch jetzt gerne erstmal grundsätzlich zeigen, worum es geht. Also, ich zoome mal ein bisschen raus und dann sehen wir das Ganze, die Karte ein bisschen besser. Ja, lieber Entwickler, vielleicht hier den Zufall hier so ein bisschen erhöhen. Das sieht sehr identisch aus. So, also grundsätzlich habt ihr eure Burg, die seht ihr hier oben, und hier eure Wirtschaftsgebäude auf der Karte, und das ist die Map, die dann in den Schleier des Dunkels hineingeht. Das Spiel basiert auf zwei Phasen. Eine Wirtschaftsphase, dort könnt ihr Arbeitskräfte platzieren, Gebäude bauen, Strategien planen und so weiter. Achtung! Gebäude bauen könnt ihr nicht mehr in der Verteidigungsphase. Die Verteidigungsphase wird eingeläutet durch das Drücken des Erkunden-Buttons hier. Das heißt, ihr werdet immer ein Stückchen der Karte mehr erkunden und dann in der nächsten Runde könnt ihr dann dort Gebäude bauen. Ja? So. Dann seht ihr hier oben einen Button. Wir gehen das mal von hier oben durch. Das ist dann unsere Burg. Und in der Burg können wir im Prinzip die Haushaltsplanung machen, dass Gebäude-Upgrades günstiger werden, dass die Leute pro Welle mit ein bisschen Geld belastet werden, die Arbeiter, ob die das jetzt gut finden oder nicht, sei dahingestellt. Ich persönlich würde glauben, dass sie das nicht so geil finden. Ja, ich persönlich würde ja fast noch das hier machen, aber wir lassen das erstmal in der ersten Runde weg. So, dann gibt es hier diverse Wirtschaftsgebäude. Das Spiel basiert im Prinzip ganz einfach darauf, dass ihr Arbeiter habt. Diese Arbeiter leben in Gebäuden und die erzeugen dann gewisse Waren, die ihr dann wiederum einsetzen könnt für eure Verteidigungssysteme. Dann kriegt ihr pro Runde, je nachdem wie viele Gegner ihr tötet und so weiter, ein bisschen Ehre dazu. Und mit der Ehre könnt ihr euch neue Verteidigungssysteme kaufen. Ich persönlich habe jetzt den Volcano Mortar schon geholt. Und den Arrow Tower, das ist das, was ihr am Anfang bekommt. Und dann habt ihr noch diverse Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr handeln. Ich persönlich würde das Holz dafür jetzt in der ersten Welle nicht ausgeben. Dann habt ihr die Möglichkeit, einen Steinbruch zu bauen, eine Goldmine zu bauen, eine Weizenmine zu bauen. Und da würde ich tatsächlich jetzt am Anfang ein bisschen Geld ausgeben. Ihr seht, wir sind bei 85. Preisanstieg pro Turm gibt es auch. Wir werden jetzt am Anfang mal auf ihn hier ein bisschen Leute setzen, ja, also grundsätzlich habt ihr hier rechts die Verwaltung, ne? Und ihr habt dann entsprechende Jobs. Die Jobs kommen nur, wenn ihr die entsprechenden Gebäude auf der Karte gebaut habt. Aktuell habe ich gebaut ein Holzfäller, seht ihr hier unten, deswegen kann ich dort Leute zuweisen, und eine Mühle. Die Mühle brauchen wir, um hier Weizen zu erzeugen, und da könnten wir jetzt auch Leute zuweisen, brauchen wir noch nicht, machen wir aber trotzdem, dass wir hier so ein bisschen Weizen jetzt bekommen. Dann gibt es hier vorne die Wohnhäuser und da könnten wir jetzt weitere Arbeiter anheuern. Das sollten wir auch durchaus tun. Wir haben 45 Arbeiter. Zack, der nächste kostet schon 40. Deswegen sollten wir hier schleunigst dafür sorgen, dass wir mehr Weizen bekommen. Den zweiten Arbeiter packen wir ins Holz rein, so dass wir jetzt mehr Holz bekommen und ein bisschen mehr Weizen bekommen und von vornherein ein bisschen Weizen erhalten,
damit wir halt ja uns neue Arbeiter kaufen können. Das macht ihr hier. Dann gibt es hier vorne einen Stein, eine Werkstatt. Ihr seht, Turmbaukosten werden reduziert. Dann gibt es einen Steinbruch, da können Steine abgebaut werden, eine Goldmine, da werden Gold abgebaut. Und diese Gebäude müsst ihr erstmal einmalig bauen und dann könnt ihr hier entsprechend Leute zuweisen. Bei den Wohnhäusern könnt ihr auch mit Holz Häuser bauen, maximal 4 Häuser. Ich vermute, 4 Leute arbeiten in einem Haus, 4x4, also maximal 16 Leute können wir hier in Arbeit versetzen. So zumindest die aktuelle Planung. Entschuldigt bitte, jetzt fallen mir hier. So, jetzt sind mir hier irgendwelche Sachen entgegengefallen auf dem Schreibtisch. So viel zur Vorrede. Und gespielt wird hier unten auf der Karte. Das heißt, ihr habt hier unten eure Verteidigungstürme, die könnt ihr hier draufsetzen. Und nach dem, ganz wichtig, nach dem Setzen des Turms klicken wir auf Erkunden und dann geht die Runde los. So, wir nehmen den Arrow Tower. Auch sehr interessant ist natürlich, dass Erhöhungen, das seht ihr, ja, kann man das sehen hier, dass Erhöhungen auf den Hexfeldern, die wir haben, das sind wahrscheinlich 1, 2, 3, 1 Hex, 2 Hex, 3 Hex, 4 Hex, 5 Hex, ja, 6 Hex, passt. Dass auf den Hexfeldern die Erhöhungen auch dafür sorgen, dass wir höheren Schaden nehmen. Das ist eine sehr interessante Sache. Ja, das ist ziemlich cool. Hier oben zum Beispiel hätten wir einen 2er Schadenswert. Da hätten wir sogar 3. Blub. So. Da hätten wir noch einen 2er. Bub. Tja, ist die Frage, setzen wir noch ein Türmchen? Ich würde sagen, wir setzen noch so einen Vulkanoturm. Den könnte man... Obwohl ich den wahrscheinlich eher noch warten lassen würde. Pass auf, wir warten noch und setzen noch so ein Türmchen. Ne, ein 1er Range, 2 da. Obwohl 3 auch genial ist. Ne, wir nehmen den 2er hier. So, das haben wir. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas Sinnvolles machen können. Im Moment würde ich sagen nicht. Wir sammeln jetzt ein bisschen Holz, ein bisschen Weizen ein. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja, Gottchen, das war ja nun wirklich überhaupt kein Problem. Okay, Wirtschaftsphase. Nächstes Gebäude bauen. Wir haben die Ressourcen bekommen. Ihr seht es dort. Wir bauen bitte auf den 3er. Oh ja, genau dahin. Zack. Ein Vulkanotower. Das war eine super... Oder ist das die Reichweite? Die Höhe hier? Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Nee, das ist die Reichweite, glaube ich, ne? Aktuell 4. Ich glaube, das ist tatsächlich die Reichweite. Ja. So, entschuldigt bitte, ich wollte hier natürlich keinen Quatsch erzählen. Es ist natürlich die Reichweite. Ja, wenn man da guckt, dann sieht man es auch. Da oben steht es ja auch. Plus 1. Ja. So, kleine Reichweite, große Reichweite. Beziehungsweise, nee, da sind die gleichen Reichweiten. Da sieht man es auch. Bup, 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 bup. Jetzt sieht man, dass der Kreis auch größer wird. Okay, gut. Also, mehr Schaden gibt es über Updates und da würde ich tatsächlich jetzt schon gucken, dass wir erstmal in Richtung unserer Wohnhäuser investieren. Ich würde nämlich jetzt gerne schon ein weiteres Wohnhaus bauen. So, bupp. Und dann in der nächsten Runde hier mal ein bisschen auf Weizen setzen, dass wir dort weiter hochkommen. Ja, und tatsächlich jetzt mal versuchen, 1-2 Runden mit der Mechanik so auszukommen, dass wir die Weizenproduktion erhöhen. Die Burg ist das Herzstück. Nö, will ich jetzt eigentlich jetzt gerade nichts machen, wenn ich ehrlich bin. Dass wir mit der Weizenproduktion ein bisschen weiterkommen. Hier in der Mitte können wir gut was aufstellen. Ei, das ist gut. Um mehr Leute zu kriegen, um die Produktion zu erhöhen, um mehr machen zu können und so weiter und so fort. So. Das heißt, wir holen uns einen Arbeiter. Der nächste kostet 60. Das können wir uns in der nächsten Runde auch nochmal holen. Das heißt, wir gehen nochmal eine Runde auf volles Risiko. Bin mal gespannt, ob das klappt. Wir haben eine hohe Reichweite von dem Türmchen. Wir können hier noch Upgrades machen im schlimmsten Fall. Ja. Ja,
Guck mal, pass auf, wir machen mal den Türmchen mal ein Upgrade jeweils. Jawohl, sehr gut. Jetzt können wir uns ein Banner wählen. Ihr seht das hier oben. Das sind die Events, die aufpoppen. Und Wirkungsbereich plus 15%. Arrow Tower haben plus 12% Schaden. Und extra Schusschance von 10. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das sind die hier vorne, die einfach nur Pfeile abgeben. So, da holen wir uns noch einen Arbeiter. Und dann würde ich sagen, wenn wir das jetzt mal auf 10 reduzieren und die restlichen setzen wir jetzt ins Holz rein. Und dann holen wir uns jetzt mal wirklich wieder ein bisschen Holz. Nee, wir lassen das auf 10. Und dann sollten wir als nächstes gucken, dass wir ein bisschen Gold bekommen. Ich würde aber... Ah, komm, das macht noch keinen Sinn. Wir müssen so und so erstmal Gold bekommen. Wir könnten mal schauen, ob wir mit dem letzten Gold... Ja. Den Volcano Mortar ein Update geben. Im Bereich des Schadens. Ja, also... Grundsätzlich könnt ihr bei jedem Gebäude, jedes Gebäude, was ihr hier baut, wenn ihr da draufklickt, seht ihr die entsprechenden Werte. Schaden, Reichweite, Feuerrate, kritische Chance, kritischer Schaden, Genauigkeit, Durchdringung und so weiter. Und das könnt ihr mit jeweils Geld updaten. Dazu brauchen wir das Gold. Und wir sehen hier auch die entsprechenden, den entsprechenden Fokus, den er hat. Höchste LP ist aktuell der Fokus. Wir können das auch setzen auf den ersten, auf den letzten, sodass wir uns die Wellen wirklich direkt angucken können. Ich würde persönlich gucken, dass wir hier vielleicht noch zwei Tower setzen. Der eine fokussiert sich als Arrow Tower auf den ersten und der andere auf den letzten. Dass wir wirklich, wenn die Welle hier durchkommt, wo auch immer sie an diesem Knotenpunkt lang geht, dass wir dort wirklich es hinkriegen... Dass wir es wirklich dorthin kriegen, den ersten zu zerstören und den letzten, der dann abhaut, auch nochmal kaputt zu machen. Aber das müssen wir dann im Detail mal sehen. Ja, ich denke, für jetzt können wir nicht allzu viel mehr machen. Wir haben wenig Ressourcen. Wir gehen mal auf Erkunden und starten damit die Verteidigungsphase. So, ich bin sehr gespannt. Wir müssen in der nächsten Runde auf jeden Fall neue Türmchen bauen. Obwohl, es geht noch. Okay, gut. Jetzt könnten wir uns den Arc Tower freischalten. Das würde ich tatsächlich gerne machen. Und der kostet 5 Holz. Der Arc Tower verschießt Blitze gegen die Gegner, die von Gegner zu Gegner springen, wobei der Schaden pro Kettensprung abnimmt. Das ist ja mal nicht schlecht, ne? Hierhin, obwohl er ja hier vorne besser geeignet wäre, ne? Ich würde gerne an der Engstelle noch mehr Türmchen aufbauen. Ah, das kostet schon 15. Schade, schade, schade. Dann sollten wir tatsächlich zusehen, dass wir mit dem nächsten Holz, passt mal auf, wir nehmen uns mit dem nächsten Holz... Gehen wir mal auf 50 und dann holen wir uns mal die Mine und fangen an, ein bisschen Gold abzubauen. Und beziehungsweise Stein brauchen wir auch. Nee, wir machen das noch anders. Wir gehen wieder in Richtung Weizen. Gehen auf 80 Weizen, holen uns damit erstmal einen weiteren Arbeiter und dann holen wir uns die Goldmine. Ich hoffe, dass die Verteidigung, die wir jetzt gebaut haben, erstmal so ausreicht. So, er kommt jetzt von den beiden Seiten. Und da muss er durch, ne? Genau. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir müssten bei ihm die Feuergeschwindigkeit ein bisschen erhöhen, bei dem Volcano Tower. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, top. Sehr schön. Wähle deinen Helden. Jarrow, Kadok und Orin. Volcano, Mortar, Feuerrate plus 20. Da haben wir gerade drüber gesprochen, ne? Oh, eine Bosswelle in 10. Bis dahin müssen wir vorbereitet sein.
Ich persönlich würde tatsächlich... Füge einem Feind 200 Schaden zu, springt auf mehr als 3 Ziele. Basiszauber fügt einem Feind 900 Schaden zu zum Kettensprung. Okay, gucken wir mal. Ich würde jetzt gerne weitergehen und gucken, dass wir uns noch einen Arbeiter anheuern. Das heißt, wir sollten mit der Verteidigung so arbeiten. Das ist die Frage. Da warten wir mit, bis einer kommt. Ich würde mir ihn tatsächlich aufhängen bis zur Bosswelle. Müssen wir mal gucken, ob das geht. Das müssen wir da erkunden. Okay. Ah, okay, schade. Wenn wir da einen hinstellen, dann könnten wir eventuell mit einem Vulkan, mit einem Volcano Tower von hier aus eine ganze Menge erreichen. Das müssten wir mal ausprobieren. Alter Falter, aber schon eine große Welle hier. Vielleicht nehmen wir doch, fügt einem Feind, springt auf mehr als 3 Ziele. So, meine Güte, das ist aber schon hier. Wähle einen Banner. Okay, das war natürlich, das war jetzt schon etwas kritisch. Löst alle 15 Sekunden einen Pfeilregen aus, der den Arrow Tower Schaden im Einschlagbereich zufügt. Reichweite, Schaden 10%. Ja, und wir haben immer noch kein Holz, Leute. Können wir immer noch nicht updaten. Aber jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit. Wir machen ein bisschen Holz dazu. Jetzt können wir zumindest uns eine weitere Person anheuern. Zack. Die uns jetzt noch ein bisschen mehr Holz bietet. So. Das war natürlich kritisch, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir die nächste Welle überstehen. Energie haben wir nicht mehr. Holz haben wir auch nicht mehr. Wir könnten den Arrow Tower hier vom Schaden updaten. Da können wir tatsächlich nichts machen, ne? So. Tja, ich bin gespannt. Gehen wir hier weiter, ne? Wir haben 2 Energien verfügbar. Ja, die werden wir mit Sicherheit brauchen. Nein, wir reißen dich nicht ab. Nein. Wir werden uns hier jetzt mal auf den letzten fokussieren. Dass wir beim letzten jetzt immer ein bisschen Schaden geben. Ah, schaut mal, der Feierregen hat gut was gebracht. Ah, sehr gut. Das hat gut was gebracht. Wunderbar. Oh, da kommt ein... da kommt ein großer. Ja, jetzt noch geht's. Pass mal auf, wir können tatsächlich... bam. 900 Schaden. Und nochmal. Bam. So. Den haben wir schon mal ein bisschen Schaden zugefügt. Noch mehr geht nicht. Schade. Nein. Das ist die 7. Welle. Ja, jetzt kommt ein Pfeilregen. Okay, beim nächsten Mal haben wir Holz. Dann können wir uns weiter ausbauen. Ja, komm. Das war doch easy. So, ich hätte gerne einen Arrow Tower. Schade. Schade. Wir brauchen auch Steine. Aber ich will jetzt... Ich möchte jetzt ein bisschen die Verteidigung ausbauen hier. Der kostet einen Fuffi. Das kriegen wir hin. Wir haben noch 5. Da können wir den Schaden noch mit updaten. Ich bin nach wie vor am gucken, dass wir den eventuell... Haben wir noch eine schönere Höhe hier? Ne, der ist perfekt. 3er Reichweite. Der kommt auf beiden Seiten an. Und nein, der kostet 15. Ah, schade. Schade. Wir werden mal als nächstes zusehen, dass wir die Goldmine bauen. Hier vorne. Und dann dort ein paar Leute und dann dort eine Person reinsetzen, dass wir uns danach die Steuerbelastung holen können. Tja, Leute. Wir haben einen Tower mehr gebaut. Lasst uns loslegen. Bisher haben wir es immer geschafft. Ich bin sehr gespannt. No, jetzt gehen die echt da lang? Oh, Leute. Ihr müsst da lang. Ich habe da einen Turm gebaut. Grrr. So.
Wir konzentrieren uns. Warte mal, Pause. So, haben wir irgendwo einen großen dabei? Noch nicht. Diese blauen mag ich nicht, ne? Die blauen sind fies. Wir müssen bis zur Bosswelle müssen wir bereit sein. Also wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir uns die nächsten zwei Runden ein bisschen mehr Holz farmen. Und wirklich erstmal aufbauen. Ja gut, hier ist beim ersten oder so, es ist fast egal. So, pass mal auf, ich will mal kurz in die Pause gehen. Ich befürchte hier vorne, springt auf drei Ziele. Ich hätte gerne, ja, welcher ist es denn? Der, ne? Der? 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 Der müsste es sein. Ja, sehr schön. So, den kriegen wir hin, bin ich mir sicher. Na, komm schon. Na, da bin ich mir sicher. So viel dazu. So. Uiuiuiui, da kommen ja noch ein paar mehr. Wir haben noch 8 Lebenspunkte. Eieieiei. Komm schon. Level up. Feuerrate bitte. Feuerrate bitte. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Und hier bitte ebenfalls die Feuerrate. Da bitte ebenfalls die Feuerrate. Wir müssen einfach mal mehr rausschießen von dem Ding. Und da bitte auch die Feuerrate. So. Steine. Wir brauchen Steine. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ah, das war mal... Okay, so, also, pass mal auf. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir 75 Holz. Wir können uns mit 60... da einen hinstellen, der oder hier, der würde alles mit reinnehmen. Was ist denn, wenn wir den Vulkantower da hinstellen? Das kostet uns 30. Oh, das ist gut. Kommt der eventuell auch noch da unten ran? Nee, ne? Dann könnte man ihn auch da hinstellen. Oder auf kleine Reichweite wäre dann in dem Fall egal. Dass wir diesen ganzen Bereich abdecken. Genau. Einmal dahin, ja. Und dann hätte ich noch einen Arrow Tower gerne, der einmal da unten schießt. Dann decken wir dort, obwohl da in dem Bereich decken wir schon was ab. Schwierig. Ne, wir nehmen den Bereich hier. Genau. Dann erreichen wir mehr Truppen. Genau. So. Auswahl der Leute. Tja, jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind bei Welle 8. Wir kriegen 2 Energien. Die sind schon ziemlich hart, die Dinger. Wir brauchen aber eigentlich auch... Nee, wir lassen das so und müssen gucken, dass wir uns an der nächsten Welle wirklich ans Gold ranwagen. Oder meinetwegen hier unten den Handelsposten. Aber wir müssen irgendwas machen, dass wir die Produktion erhöhen. Ah, ist schon eine harte Nummer, ey. Muss ich echt sagen. Können wir irgendwie Gottes Gnade? Wir könnten die verstärkten Tore uns holen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit, dass wir vielleicht da nochmal ein Glück Punkt mehr haben und sind wir bereit? Auf geht's. Oh ja, das ist schön. Hier vorne ein paar Türmchen hin. Hier vorne noch ein Vulkanotower auf den hohen. Dann decken wir den ganzen Bereich ab. Oh ja, das ist gut. So. Ich hoffe auf ein Level-Upgrade hier auf den Türmchen. Ja, das macht schon mal ganz gut Schaden, was wir hier gebaut haben. So, da vorne kommen sie noch durch. Ich habe die Hand auf der Pause-Taste, dass wir Gegner, die bis hier kommen, die gucken wir, dass wir die mit unseren Energien vernichten. Ja, sehr schön. Boah, ist aber schon knapp. Also ich weiß nicht, ob wir die nächste Welle
wir die nächste Welle ohne zusätzliche Verteidigung schaffen. Aber wir müssen das machen. Wir müssen gucken, dass wir die Goldproduktion starten. Das ist jetzt erstmal alternativlos. Ja, okay. Noch sieht's gut aus in der Welle 9. Die Frage ist jetzt, oder warten wir bis zur Welle 10? Wir hätten jetzt in der 9er noch einen Banner. Wir machen das mal abhängig, was wir hier haben. Arc Tower, Treffer verursachen erhöhten Schaden gegen Feinde mit mehr als 70% Gesundheit. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Wir haben 75 Holz. Was kostet ein Tower? 70. Ne, wir müssen jetzt auch in die Wirtschaft investieren. Wir haben noch 2 Wellen übrig. Die Frage ist, stackt das hier vorne? Ja oder nein? Wir haben es gerade nicht gebraucht. Steine würden auch was bringen. Dann können wir einen Vulkan-Tower bauen. Oder noch einen Arc-Tower. Wir machen Steine. Und jetzt müssen wir mal überlegen. 30 bräuchten wir auf jeden Fall. Das sind 2 Leute in die Steine. Kosten 45, 30, 40. Pass auf, wenn wir da 2 reinsetzen, dann bei 40, bei 70, dann können wir uns einen Arc-Tower und eventuell einen Vulkan-Tower holen. In der nächsten Runde, wenn wir die jetzt überstanden haben. Das wäre dann die Bosswelle. Genau, dann haben wir 2 weitere Türme für die Bosswelle. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. So, es deckt nicht. Schade. Ah, das ist schade. Machen es mal ein bisschen schneller. Wir können gerade so und so nichts machen. Was? Ach, das ist die 10. Welle? Okay. Dann habe ich mich da wohl vertan. Einmal auf ihmchen bitte. Boah! Alto Belli. Okay. Okay. Das ist hart. Wir werden ihn mal so einstellen, dass er... Ja, die schießen auf den mit den höchsten EP. Passt. Okay, die sind weg. So. Es sieht noch gut aus. Wir haben unsere Punkte verbraucht. Aller Schaden geht jetzt dem Grimlock-König. Ja, da vorne sind die Hauptverteidigungssysteme. Ich hoffe, dass der... dass er da nicht durchkommt. Komm schon, komm schon! Nein! Nein! Ein so ein Punkt, das gibt's doch nicht! Grrr. So, erneut spielen? Nein, wir lassen das so. Also, ihr seht, 1200 Punkte, ist das ärgerlich, ey. Ein so ein Punkt hat gefehlt. Vielleicht hätte ich am Anfang weniger auf Wirtschaft gehen sollen, man weiß es nicht. Ihr Lieben, ein geiles Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich dann doch echt geflasht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd.